Moin moin miteinander und willkommen zu Icewind Dale. In der letzten Folge, ja, da haben wir Gefangene gefunden. Wir haben sie noch nicht befreit, aber wir haben sie zumindest mal gefunden. Und ich bin jetzt am Überlegen, soll ich diesen Weg weitergehen und gucken, was da ist? Oder soll ich zuerst mit den Gefangenen sprechen? Wie du wünschst. Moment mal, wieso? Na gut. Wenn Lady Tully jetzt schon nicht angerannt kommt, sie ist ja unsere Verhandlungsführerin quasi, dann wird sie einfach mal mit den Leuten hier sprechen. So, hört uns denn hier niemand? Und so weiter und so fort. Dorfbewohner. Na, sprechen wir einfach mal mit dem allerersten. Gefangene Dorfbewohner. Ilmata, beschütze uns. Wenn du das nicht kannst, hilf uns wenigstens, das kommende Leiden auszuhalten. Ja, okay. Wenigstens werden wir es warm haben, wenn wir sterben. Ja. Interessanter Kommentar. Wir denken, die denken, wir sind lecker. Wer die? Wenn Leute sterben, werden sie Skelette. Ich werde ein Skelett. Ja. Mein Gott. Du sprichst Wahrheiten aus. So, ich schwöre, wenn ich ein Messer hätte, hätte ich diese Echsen eigenhändig gehäutet. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre nicht passiert. So, gehen wir mal... Ja, mit wem sprechen wir zuerst? Hier unten ist nichts weiter, oder? Sieht nicht danach aus. Nö? Sieht nicht danach aus. Gut. Ihr seht so schön unwichtig aus. Ja, wir werden alle sterben. Ich werde nie wieder rauf in die Berge gehen. So viele sicher. Ich bin müde. Dann schlaf doch. I'm hungry, I'm thirsty. Okay, ein Ausländer, er spricht Englisch. Ich hab Hunger, ich hab Durst. Hier geht's jetzt irgendwo weiter. Hier ist eine Tür, seht ihr das? Ich möchte aber nicht hin. Zumindest nicht alleine. Nur mit Lady Tully. Das wäre ja doof. Wer weiß, was dahinter kommt. So, wenn ich ein vernünftiges Schwert zur Hand hätte. Ich schwöre, wenn ich ein Messer hätte und so weiter. Was sagt der hier? Ich habe es ihnen gesagt. Ich habe gesagt, wir werden wahrscheinlich von Echsenmenschen entführt. Hat irgendwer auf mich gehört? Nein. Ja, du hattest recht. Gut, keiner von denen hat irgendwas Interessantes zu sagen gehabt. Das bedeutet... Wir gucken mal, was es da oben gibt. Und hier unten ist auf jeden Fall irgendwie ein Ausgang, Durchgang. Wir werden sehen. So, Lady Tully wird hier am besten nicht längs gehen. Die geht mal schön dahin. Wie kann ich helfen? Weiter! Hier bin ich. Pass nur auf. So, und ich würde mal sagen, der Dieb schaftet weiter na gut. Aus. Wo soll ich mal versuchen zu schlafen? Ah, lieber nicht. Lieber nicht. Taps, 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 taps. Schatten verstecken gelungen. Ich höre nichts bisher. Eine Treppe. Und Feuer. Oh, Wachen. Moment mal. Diese Wachen sind nicht... Das sind keine Feinde, die kann man ansprechen.
Wobei das mit sind keine Feinde muss natürlich nicht stimmen. Es können immer noch Feinde sein. Oh. Was haben wir hier? Hexenmensch. Hexenmensch-Schamane. Hexenmensch. Hexenmenschen-König. Okay, man kann mit denen reden. Wahrscheinlich sollte man mit dem König reden. Die Frage ist, sollte das der Dieb machen? Der kann ja nicht so richtig gut verhandeln, ne? Deshalb würde ich mal sagen, ich hole mal Lady Tully. Ich verstehe. Der Dieb? Hm? Der geht mal zurück. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich mit der ganzen Gruppe gehen sollte, aber... Nö. Mach ich nicht. Bereit und willig. Mach ich mit Absicht. Das ist Taktik. Oha. Menschen, was tut ihr? Höhle gehört Echsenkönig Lispen. Mir. So, sie gehört dem Echsenkönig, ja? Wie kam sie in euren Besitz? Diese Höhle wird gleich totem Echsenkönig gehören. Wenn du mir nicht sagst, was dein Volk hier macht. Habt ihr die Dorfbewohner aus dem Tal entführt? Wo hast du die Gemeinsprache gelernt, du hirnloser Wilder? Ich habe idiotische Goblins besser sprechen hören als dich. Ach, Harry, ich wusste nicht, dass das eure Höhle ist. Ich gehe sofort wieder lebwohl. Was sollen wir ihm antworten? Vielleicht nicht sofort auf brutal, oder? Wird gleich totem Echsenkönig gehören. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Habt ihr die Dorfbewohner aus dem Tal entführt? Wir nehmen einige für Xudomei, andere nehmen für Essen. Aha. Die Bewohner werden tatsächlich gegessen hier. Das ist nicht schön. Das Dorf? Ihr fresst die Dorfbewohner? Was für ein Monster seid ihr? Nun, das verstehe ich. Menschliches Fleisch ist ja auch sehr schmackhaft. Nein, das werde ich nicht sagen. Ich will ja nicht, dass er mich selber frisst. Wer ist sie? Ist sie eure Königin? Interessant. Nun, viel Vergnügen mit diesen Dorfleuten. Ich muss jetzt gehen, lebt wohl. Also, das kommt nicht in Frage. Das kommt auch nicht in Frage. Ich frage nochmal nach der Königin. So, wer ist sie? Ist sie eure Königin? Yuxunomei, nicht unsere Königin. Sie, Königin der Schlangen. Echsenkönig machen Xionomeis Aufgaben, zu holen Essen für sein Volk. Dorf gibt uns Essen. Das Dorf gibt euch nicht Essen. Ihr holt euch die Dorfbewohner. Idiot. So, das Dorf? Ihr fresst die Dorfbewohner? Nun, das verstehe ich. Menschliches Fleisch ist ja... Nein. Sehr interessant. Okay, das Dorf. Ihr fresst die Dorfbewohner? Echsenvolk hungern. Echsenkönig muss richtig handeln und Xunomei dienen, um sein Volk helfen. Ihr stören. Kann das nicht zulassen. Dialog beenden. Ich glaube, wenn ich den Dialog beende, geht's gleich los mit Kampf, oder? Ja, es geht gleich los mit Kampf. So. Sag mir, nach was es dir verlangt. Lady Tully, komm mal hier in diese Engstelle. Keine leichte Aufgabe. Ich glaube, die lässt sich am besten verteidigen. So, Pfeile sind noch da. Oh ja, sie kommen alle. Sie kommen alle. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gib den Befehl. Trink mal einen Heiltrank. Bereit. Du gehst am besten mal dahin. Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit totschlagen. Du... Sing mal ein Lied. Ja, das ist in Ordnung. Denke ich. Was ist los? Du... Zaubersprüche... Hast du keine? Natürlich nicht. Prächtig. Naja, halb prächtig, würde ich sagen. Gut. Oh, das ist schon der Fette, ne?
Echsenkönig. Aber hat er seine Leute vergessen? Naja, vielleicht kommen sie einfach nur hinterher und er war der Schnellste. Was? Na gut. Na du gut. Drauf. Du brauchst mich, du wie du wünschst. Weg wie kann ich zu Diensten? Sofort. Weg versperren. Was willst du? Bin Weg schon versperren. Weg. Jawohl? Was brauchst du, Kumpel? Ah, du solltest doch singen, ne? Jawohl! Ha, ha, ha! Und singen. Was denn jetzt? Du, angreifen. Kann ich helfen? Angreifen. Gut, gut. Und jetzt alle. Ich bin bereit. Ja? Geh dir zur Seite. Angriff. Ich hoffe, der ist nicht zu tough. Da kommt der Rest der Bagger. Was machen die denn jetzt hier? Sind das alles Schamanen? Nee. Die Schamanen machen irgendwas anderes. Ich weiß nicht was, aber nichts Gutes. Ich hab gerade mal so eine Idee. Stimmt Tanita. Was nicht? Nein, nicht Tanita. Sag, Troll. Was du von mir willst. Wenn du das jetzt benutzt, kannst du das... ist das vielleicht so eine Art Granate? Das wäre ja schön. Ja? Mal gucken, was jetzt passiert. Wo ist eigentlich der Echsenkönig? Habe ich den schon geplättet? Weil hier liegt so ein fettes Teil. Kann sein, dass der schon tot ist. Ich bin hier. So, du bist da, genau. Mach dann mal das. Dein Befehl. Und du, genau das, was ich eben sagte. Hier. So. Bereit und auf alles gefasst. So gut wie erledigt. Ja, das wollte ich. Sehr schön. Brennt, brennt. Das hat ja gut funktioniert. Mhm. Unverletzt. Unverletzt. Leicht verletzt. Okay, dann würde ich mal sagen... Was ist denn mit euch hier? Ja. Gehalten. Aber ich hoffe mal, dass ihr euch trotzdem noch... dass ihr noch trotzdem kämpfen könnt. Zeig mir das Ziel. Ja. Ich bin hier. Wie kann ich helfen? Ja, scheinbar nicht. So. Alle auf ihn. Den die gehen nirgendwo. Ah, sie brennen nicht mehr. Schade. Bereit und aber willig. Dann machen wir das gleich nochmal. Wozu haben wir das Zeug? Einmal hier. Ich bin bereit. Und du bitte einmal hier. Oh nein, oh nein, sie brennt. Das wollte Hier ich nicht. Bin ich. Das wollte ich nicht. Trink noch einen Trank, komm. Gib den Befehl. Wie kann ich Sag helfen? Sag mir, nach was es dir verlangt. Ex-Mensch, fast tot. Fast tot. Fast tot hört sich echt gut an für mich. So, dann machen wir mal hier weiter. Euer Glück hat euch verlassen. Echsenmensch, moralisches Versagen, Panik. Das ist gut. Was tun? Schwer verletzt. Fast tot.
Verletzt. Fast tot. Fast tot. Machen wir hier weiter. Was war das denn? 15 Schaden? Du brauchst mich? Und wieso läuft Crow weg? Das kann ich ja gar nicht verstehen. So, verletzt. Fast tot. Fast tot. Unverletzt. Unverletzt. Schwer verletzt. Wie kann ich zu Diensten sein? Es soll geschehen. Was willst du? Platz da. Bereit. Ja? Geh dir zur Seite. Euer Hab Glück ihn. Hat euch verlassen. Oh, oh. Ja? Oh, oh. Ich möchte nicht die ganzen Heiltränke trinken. Meine Güte. Das hilft ja nichts. Dein Befehl? Ich bin hier. So, hier. Fast tot. Jetzt alle bitte auf den Verletzten, oder? Ja. Wie kann ich helfen? Wie Rückzug. Du wünschst. Ich bin hier. Was? Bereit und willig. Ich bin bereit. Wie sieht's aus? Fast tot und verletzt. Alle auf den fast Toten. Ah, Moment. Hä? Ich bin bereit, Kommandant. Und ihr bitte hier drauf. Kein Pardon! Es ist so dunkel. Was machen die hier eigentlich? Verletzt? Schwer verletzt. Wie wär's, kann ich helfen? Er den hier gut, mal gut. Fertig macht. Ich bin bereit für Abenteuer und solche Sachen. Fast tot. Verletzt. Nö, ich denk gar nicht dran. War nur ein Scherz. Wie ein Fall. Ich mach's. Ich bin bereit. Ihr schlaft bald bei den Toten. So, und jetzt bitte nur noch. Ja! Wow! Kampf geschafft. Meine Fresse. Echsenkönig erledigt mitsamt seiner gesamten Bagage. Ja, ein Riesenhaufen toter Echsenmenschen. Boah, ich, ja. Stimmt was nicht? Blöderweise habe ich jetzt echt viele Heiltränke Sag verbraucht. Mir nach, was ist dir verlangt? Wie kann ich helfen? Gefällt mir gar nicht, aber na gut. So ist das dann halt. So. Wieder ein bisschen verteilen, dass jeder zumindest einen Heiltrank hat. Du hast zwei, brauchst eigentlich gar keinen, du bist ja Fernkämpfer. So. Du brauchst mich? Und jetzt wird gesammelt. Geh dir zur Seite. Gewiss, ja? Keine leichte Aufgabe. Ich sehe überhaupt nicht mehr, wo was liegt. So viele Leichen liegen hier auf der Brücke. Aber das mit der Brücke war wirklich eine super Idee. Ich habe mir sowas schon gedacht. Und die Brücke war natürlich dann der Engpass, durch den alle durch mussten. Und ich glaube, die Sache mit dem Feueröl hat dann auch nochmal ziemlich geholfen.
Ich hätte gedacht, dass der Hexenkönig irgendwie so einen fetten Dreizack oder sowas hat. Oder einen fetten Speer für Crow, aber nix. Weil der hatte ja einen richtig dicken Dreizack irgendwie in der Hand. Oh, oder ist das vielleicht ein Dolch? Ja. Zumindest magisch. Ist echt eine Fummelarbeit, jetzt durch die ganzen Leichen zu gehen und so Pixel für Pixel zu gucken, wo noch etwas rumliegt. Nun gut, ich glaube, das war's. Versuchen wir schnell nochmal den Dolch zu identifizieren. Dornenscheide, aha. Durchspitze. Ein Dolch. Oh, ich glaube, der trifft immer. Plus 5, okay. So, die lange Schwertklinge ist speziell zum Durchdringen von Rüstung ausgelegt. Der Molchmörder Belidor aus Kalimhaven tötete mit dieser Waffe Dutzende Menschen, bevor er dem Gift eines leicht bestechlichen Dieners erlag. Okay, Dolch ist für dich. So, gut. Kampf gegen den Echsenkönig haben wir geschafft. Wir haben sogar... Oh, zwei Leute sind sogar aufgestiegen. Das ist super. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.